Hollywood-Star Johnny Depp hat seinen Rechtsstreit gegen die Boulevardzeitung Sun verloren. Das gab das High Court in London bekannt. Der 57-Jährige hatte gegen das Blatt geklagt, weil dieses in einem Artikel schrieb, er habe seine Ex-Frau Amber Heard körperlich misshandelt. Die Berichterstattung der Sun habe jedoch der Wahrheit entsprochen, erklärten die Richter. Die Mehrheit der Übergriffe auf Frau Heard sei zivilrechtlich erwiesen, hieß es in dem online veröffentlichten Urteil. Die 34-jährige Schauspielerin hatte vor Gericht ausgesagt, Depp habe sie getreten und gewürgt. Dieser behauptete hingegen, seine Ex-Frau sei selbst gewalttätig gewesen. Depps Anwälte kündigten an, gegen die Entscheidung Berufung einlegen zu wollen.